Ich bin die Ece, ich bin 21 Jahre alt. Ich bin der Patrick, bin 20 Jahre alt. Und wir machen eine Ausbildung zum Packmitteltechnologen. Also ich habe die Ausbildung gewählt, weil es mir Spaß macht, an den Maschinen zu arbeiten und auch mal richtig anzupacken und Blick hinter die Kulissen von der Produktion zu bekommen. Also die Aufgaben von Packmitteltechnologen sind, die Maschine zu überwachen, dass sie einwandfrei läuft. Auch die Maschine umzurüsten bei anderen Aufträgen und auch Qualitätssicherungsmaßnahmen durchzuführen und Prüfungen. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Also das Gehalt stimmt auf jeden Fall. Die Karrierechancen stehen gut. Ich zeige euch jetzt, wie man Material wechselt. Das muss man jedes Mal machen, wenn ein neuer Auftrag kommt. Also zuerst muss man die Bremse lösen. Dann schneidet man das Papier ab, lässt die Luft aus der Welle raus und setzt dann mit dem Kran die neue Rolle ein. Und wickelt dann die ersten paar Schichten von der Rolle ab. Dann tut man das neue Papier mit dem alten Papier zusammenkleben, bündig. Macht die Bremse wieder rein und lässt dann die Maschine weiterlaufen. Die wichtigste Fähigkeit ist, dass man selbstständig arbeiten kann. Wenn die Maschinen laufen, dann können wir uns zurücklehnen.